Willkommen zurück bei City Car Driving. Hier ist wieder Fabi. Und nach dem 1er BMW aus der letzten Folge habe ich heute mal wieder ein SUV für euch. Nämlich einen Cadillac Escalade. Er hat Allradantrieb oder Heckantrieb, kann man umschalten, sogar im Spiel bei Taste Q. Das werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Er hat leider nur eine Automatik. Manuelles Getriebe wurde nicht implementiert. 409 PS, 6,2 Liter Hubraum, 170 Stundenkilometer soll er schaffen. Jetzt gucken wir nochmal nach einer Farbe. Gibt es nur in zwei Farben, nehmen wir einen Schwarz. So, und wir sehen uns gleich wieder auf dem Parkplatz. So. Da sind wir wieder mit dem Cadillac. Ja, 3D-Modell, sieht schon mal gut aus. Macht was her. Ist ein Riesenteil, ist halt ein Ami. Ihr seht's, der ist also länger als die Parklücke, so wie er da steht. Deswegen wechseln die KI-Fahrzeuge vom Verkehr auch gleich die Spur, wenn wir hier stehen. Kann man nochmal beobachten, wenn der jetzt hier kommt. Der wird gleich freiwillig die Spur wechseln, weil wir hinten zu weit rausstehen. Wir gucken mal in den Innenraum. Boah, sieht ganz gut aus. Wir machen ihn mal an. Der Sound klingt eigentlich ganz gut. Boah, klingt zumindest passend zum Fahrzeug. Wir schnallen uns an. Handbremse raus und dann müssen wir hier mal rückwärts rausfahren. Okay, die Heckübersicht ist jetzt nicht so toll. Wo bin ich denn jetzt? Oh. Kleiner Ausparkrempler. Ich würde sagen, wir machen wieder unser übliches Spiel. Wir bringen den Kerl zur Autobahn und gucken mal, wie viel er dort bringt. Also er ist ziemlich schwerfällig. Na klar, es ist ein Riesenauto. Das ist wahrscheinlich vollkommen normal bei der Größe. Hier hatscht noch so ein Opa über die Straße. Hier ist wieder so ein Peugeot unterwegs. Und wir gehen auf die Autobahn, würde ich sagen. Mit diesem Riesenteil. Ich denke nicht, dass das sehr viel schaffen wird. Der Tacho ist auf jeden Fall in Meilen, ist klar. Reden wir mal drauf und gucken, wie viel kommt. Ach du Heilige, der geht echt nur 170. Eieieiei. Gibt es nicht noch irgendwo einen versteckten Gang? Bei 105 Meilen ist Schluss. Das heißt, wir krebsen jetzt mit 170 über die Autobahn. Da habe ich in der letzten Folge beim 1er BMW gerade mal den vierten Gang eingelegt. Naja gut, wir müssen mal bedenken, was wir für eine Schrankwand da bei die Autobahn fahren. Also ihr seht's hier. Das ist natürlich nicht feierlich. Aber die LED-Blinker, die sehen auch gut aus. Wie sehen die Bremslichter aus? Geht. Wir fahren hier mal raus. Also wir haben gesehen,
Boah, die Kameraeinstellung ist natürlich richtig blöd, wenn man die Autobahn verlassen will. Also wir haben gesehen, bei 170 ist Schluss. Aber er ist halt richtig gut, wenn man irgendwo cruisen will. Ich denke, da ist es genau das richtige Fahrzeug dafür. Fährt sich halt echt gemütlich. Ist stabil in den Kurven. So, wir haben niemanden überfahren. Hat nicht genau gepasst. Jetzt können wir hier mit dem noch ein bisschen durch die Stadt cruisen hier. Also stehen tut er prompt. Gibt es nichts zu meckern. Okay, wir haben einen grünen Pfeil. Hier sind wieder die lustigen Bodenwellen. Das macht dem natürlich gar nichts aus, dass wir da mit 70 drüber fahren. Ne, wir wollen nicht schon wieder zum Motorway. Aber er fährt sich eigentlich richtig chillig, sag ich mal so. Die will auch noch über die Straße. Lauf mal ein bisschen zu. Ich will weiterfahren. Er ist jetzt auch von der Beschleunigung her nicht unbedingt der Bringer. Das ist klar, bei dem Gewicht, da verpuffen auch die 400 PS. Ich hätte schon wieder fast die Laterne mitgenommen, ohne dass ich es wollte. Schon wieder so eine blöde Aufgabe. Hoppala. Aber die Bremsen sind gut. Gibt's echt nichts zu meckern. Was ist mit dir, Meister? Ach, du hast rot. Ist aber schlecht. Aber so fährt er sich richtig cool. Gut, aus der Position sieht man leider nichts. Aber so ist der Cadillac Escalade eigentlich lustig zu fahren und vom Modell her eigentlich relativ gelungen. Deswegen würde ich sagen, ist trotzdem ein ganz guter Mod, auch wenn er jetzt keine 300 fährt. Muss er ja auch nicht, dafür ist er nicht gebaut, dafür gibt es andere Autos. Aber immerhin, die Kiste hat 7 Sitze und immer noch einen riesen Kofferraum. Das ist so ein Typ halt, Schrankwand auf der Autobahn. Aber das Ansprechverhalten ist trotzdem nicht so scheiße. Hier steht ein M5. Den haben wir, glaube ich, auch schon mal getestet. Und wir fahren jetzt hier zu der Tankstelle rein. Denn so wie wir den jetzt durchgetreten haben, muss der garantiert tanken.
Ich weiß ja nicht, was bei so einem Cadillac dann durchläuft, wenn man den 170 auf der Autobahn tritt. Auf jeden Fall hauen wir die Parkstellung der Automatik rein und die Handbremse. Können uns wieder abschnallen und den Motor ausmachen. Und ich hoffe, euch hat der Cadillac jetzt in dieser Folge gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt City Car Driving hier im Kanal. Und ciao, bis zum nächsten Mal, sagt Fabi.